Letzte Mal vor der Sommerpause wollen wir heute noch mal einen kurzen Abschnitt studieren, der kurz, aber doch sehr wichtig ist und der uns einiges lehren kann. Und wir wollen beginnen mit einem Gebet und wem es möglich ist, den lade ich ein, dass wir dazu niederknien. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du da bist und danke, dass du durch jeden Vers der Bibel etwas über dich mitteilst, dass wir dich besser verstehen können. Herr, vergib uns, wenn es irgendetwas in unserem Herzen gibt, was uns irgendwie hindern könnte, dass du uns segnen kannst. Und öffne du unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dich besser verstehen, dass wir Jesu Handeln auf dieser Erde so begreifen, dass wir es auf unser Leben übertragen können und in unserer Beziehung zu ihm immer weiter wachsen dürfen. Das bitten wir in seinem kostbaren Namen. Amen. Wir schauen uns heute Matthäus Kapitel 15 an. Matthäus Kapitel 15 und dort Vers 29 bis 31. Die Geschichte ist in gewisser Weise, oder dieser Abschnitt, parallel und ergänzend zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben. Wir lesen mal in Vers 29. Wer mag mal lesen? Matthäus 15, Vers 29. Genau, bis dann. Also, nochmal ganz kurz zur Wiederholung. Wo war Jesus zuvor gewesen? Genau, in dieser Gegend von Tyrus und Sidon, ja, an der Grenze zu Phönizien, was zur römischen Provinz Syrien gehört hat. Er hatte sich dorthin begeben, weil er alleine sein wollte mit seinen Jüngern, oder? Und wir haben dann gesehen, dass er nicht ganz alleine war. Die Frau, die Kanaaniterin, kam zu ihm, diese Geschichte anstudiert, hat sich zu Jesus zu Füßen geworfen und einen Glauben bewiesen wie Jakob selbst. Ja? Und Jesus hat diese Gelegenheit genutzt, den Jüngern deutlich zu machen, dass die Heiden genauso Israeliten sein können durch den Glauben an ihn. Und dann war er jetzt von dort wieder weggegangen, und zwar zum See von Galiläa. Das ist der See Genezareth. Und wir haben letztes Mal gesehen, dass er allerdings nicht auf dem normalen Weg kam. Er kam also nicht zum Westufer oder Nordwestufer von Galiläa, vom See Genezareth, sondern er kam auf die andere Seite. Markus 7 hat uns berichtet, er ist durch eine Gegend gezogen, die nennen wir wie in der Bibel? Dekapolis. Ja, die Dekapolis, diese 10 griechischen Städte auf der anderen Seite des Jordan. Ja, also 9 von den 10 waren auf der anderen Seite des Jordan. Und das war die Gegend, wo die 2 Besessenen gewesen waren, ja, die Jesus geheilt hatte mit den Schweinen, erinnert euch. Und er kam dorthin. Und letztes Mal haben wir gesehen, als er dort ankam, gab es ein besonderes Heilungswunder dort auf der Ostseite vom See Genezareth in der Dekapolis, das nur Markus berichtet, nämlich was für ein Mensch wurde zu ihm gebracht. Letztes Mal angeschaut. Was für ein Mensch kam zu ihm? Was für eine Krankheit hatte der? Er war taub. Und deswegen konnte er schlecht reden. Er war nicht wirklich stumm, sagt die Bibel. Er wird zwar der Taubstumme genannt, aber eigentlich war er konnte nicht hören und konnte deswegen schlecht reden. Und Jesus hat ihn geheilt auf eine bemerkenswerte Art und Weise. Er hat nämlich erstmal ihn zur Seite genommen. Ja, es war gar nicht für die Volksmenge gedacht, sondern hat offensichtlich einen Gleichnischarakter gehabt, mehr für die Jünger. Und er hat ihn dann wie geheilt. Er hat die Finger in die Ohren gesteckt und dann auf die Finger gespuckt und auf die Zunge getan. Und wir haben gesehen, das war ein Gleichnis dafür, dass nur wenn man wirklich hören kann, man auch richtig sprechen kann. Nur wenn man Gottes Stimme wahrnimmt, wenn man zuhört auf das, was der Heilige Geist sagt, dann kann man Jesus auch wirklich bekennen. Und Jesus hat damals zum Himmel geblickt, geseufzt, ja, um deutlich zu machen, wie schwer es ist, durchzudringen zu den Menschen, die alle denken, sie kennen die Wahrheit, aber ihn gar nicht wirklich kennen. Und dann hat er gesagt, erinnert euch, Vater, ja, öffne dich. Und das war nicht einfach nur so, öffne dich, sondern so, öffne dich gründlich. Ja? Er hat sich gewünscht und gebetet, dass nicht nur die Ohren dieses Mannes sich gründlich öffnen, sondern dass sich die Herzen öffnen, wirklich öffnen und nicht so mit ihren eigenen Traditionen entlang gehen, sondern öffnen für Jesus. Und dann konnte der Mann widersprechen und die Begeisterung war groß. Jetzt schauen wir mal, was hier in Vers 29 noch ergänzt wird. Also nicht nur kommt Jesus jetzt an den See, die Geschichte hier in Matthäus erwähnt nicht den Taubstummen, ja, oder diesen Mann, der geheilt worden ist, sondern hier wird etwas anderes jetzt berichtet, das quasi nach dieser Heilung jetzt auch noch stattfindet. Er ist am See Genezareth und was macht Jesus? Was macht er hier? Er geht auf einen Berg und setzt sich. Ist euch das aufgefallen? Warum ist das bedeutsam? Er geht auf einen Berg und setzt sich. Das klingt erstmal so, naja, aber da sollten unsere Antennen ausfahren. Jesus setzt sich er geht auf den Berg und setzt sich. Woher kennen wir dieses Bild, dass Jesus auf einen Berg geht und sich hinsetzt? Von der Bergpredigt. Das gibt es nur sonst bei der Bergpredigt. Und das ist auch Matthäus hier. Matthäus könnt ihr mal nachlesen. Wo ist der Anfang von der Bergpredigt? Kleines Bibelquiz. Kapitel 5, genau. Vers 1, oder? Matthäus 5, Vers 1. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Also in der Bergpredigt hat Jesus aufgrund der Volksmenge einen Berg gesehen, ist auf den Hügel gegangen und hat sich dort hingesetzt. Warum hat er sich hingesetzt? Wisst ihr noch, warum er sich hingesetzt hat? Warum hat sich Jesus hingesetzt? Das haben wir damals mal lang und breit ausführlich studiert. Warum hat sich Jesus hingesetzt? Bei der Bergpredigt. Er wollte mit den Jüngern sein, ja? Zum Erklären, warum hat er sich nicht hingestellt zum Erklären? Ah, die Rede wird länger. Sehr gut. Vielleicht sollte ich das bei meinen Predigten auch machen. Die haben auch die Tendenz, etwas länger zu werden. Nein, es gibt einen ganz spezifischen Grund, ja? Genau. Jüdische Prediger haben im Sitzen gepredigt. Jedes Mal, wenn Jesus gelehrt hat, heißt es, er setzte sich. Ja? Als er in der Synagoge war, ist er aufgestanden, hat aus den Propheten vorgelesen, aus Jesaja, und dann heißt es, und er setzte sich und alle Augen waren auf ihn gerichtet. Er saß vorne und hat angefangen zu predigen, hat es ausgelegt. Das heißt später sogar mal, wenn er auf dem Boot war, ja, wenn die Volksmenge groß war, dann ist er auf das Boot gestiegen und hat sich gesetzt, um zu predigen. Das heißt, wenn hier steht, Jesus geht auf den Berg und setzt sich, dann predigt er auch. Wichtiger Punkt. Wo befinden wir uns nochmal? Hier in Matthäus 15. In welcher Gegend? Welche Gegend ist das nochmal? Nur Wiederholung? Ist die Gegend? Nicht Galiläa. Das ist immer noch Dekapolis. Ja, das ist am See Genezareth, ja, am See von Galiläa. Aber erinnert euch an letztes Mal, ist auf der anderen Seite, auf der Dekapolis, im heidnischen Gebiet. Die Bergpredigt wurde wo gehalten? In Galiläa, auf der Westseite, da wo mehr Juden waren, da wo viele Leute ihn kannten und wo viele Menschen die Bibel kannten. Jesus, wir wissen jetzt nicht genau, was er hier gepredigt hat, aber es ist jetzt nicht so abwegig, dass er viele ähnliche Dinge gepredigt hat, wie er sie auch bei der Bergpredigt und sonst auch gepredigt hat. Ja? Der erste Punkt hier, Jesus, und der Matthäus macht das ganz bewusst durch die Sprache, er hätte einfach sagen können, Jesus lehrte. Er sagt, Jesus setzt sich auf einen Berg also er geht auf einen Berg und setzt sich, um deutlich zu machen, das, was Jesus in der Bergpredigt zu den Galiläern gepredigt hat, ist nicht auf Galiläa beschränkt. Jesus, und das war den Jüngern ja ganz seltsam, hat kein Problem damit, auch in griechischen Städten dasselbe zu predigen. Also das ist schon mal ein interessanter Punkt. Er ist jetzt auf heidnischem Gebiet und trotzdem wird von der Sprache her die Bergpredigt assoziiert. Schauen wir mal weiter, Vers 30, was passiert denn hier? Vers 30, wer mag mal lesen? Genau, bis dann. Also da kommen jetzt große Volksmengen und um euch ein Gefühl zu geben, wie groß die sind, es heißt ja, die bringen jetzt all ihre Kranken. Was sind das für Kranke, die sie mitbringen? Was für Kranke bringen sie mit? Ja, Krüppel, Blinde, Lahme, ja. Und dann heißt es, was machen sie mit diesen Kranken? Sie bringen zu Jesus und was machen sie mit sie? Sie legen sie zu den Füßen von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, was das heißt oder wie das funktioniert. Dann würde man ja denken, okay, Jesus sitzt dort und dann bringen sie die und legen sie so vor die Füße, oder? Das Griechische ist ziemlich spannend. Das Griechische sagt, sie haben sie vor die Füße von Jesus geschleudert. Nicht um auszudrücken, dass sie sorglos waren, so ist mir doch egal, sondern um auszudrücken, es waren so viele. Da kamen so viele Kranke und die haben gesehen, oh je, die kommen auch, ja. Die haben die Leute, also bildlich gesprochen, förmlich ihm vor die Füße geworfen, ja. Bitte heile ihn auch, ja, heile ihn auch. Um deutlich zu machen, es war nicht jetzt so gesittet, so jeder kommt dann, sondern alle wollten schnell, die Leute vor die Füße geworfen, bitte heile ihn, ja. Und das zeigt also, was für ein Gedränge da gewesen sein muss. Und hatten wir schon irgendwo mal gesehen, dass Jesus von Volksmengen bedrängt gewesen ist? Oder war das hier zum ersten Mal in seinem Leben der Fall? Ist Jesus schon mal von Volksmengen bedrängt gewesen? Immer wieder, oder? Wir schauen uns mal ein paar Beispiele an. In Matthäus Kapitel 4. Matthäus 4 und dort Vers 23 und 24. Matthäus 4, Vers 23 und 24. Da heißt es, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrt in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren und Besessene und Mondsüchtige und Lahme und er heilte sie. Also, Matthäus 4, wo hat das stattgefunden? Diese großen Volksmengen, die alle ihre Kranken bringen, wo war das hier gewesen? In Galiläa. Okay, also in Galiläa. Große Volksmengen, alle wollen geheilt werden. Noch ein Beispiel, Matthäus Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11 und dort Vers 4 und 5. Das war damals, als Johannes, der Täufer, aus dem Gefängnis die Frage gestellt hat. Erinnert ihr euch daran? Ja, als Johannes selbst plötzlich Zweifel bekommt. Ist Jesus der Messias oder nicht? Ja, und er sendet seine Jünger und dann kriegt er folgende Antwort. Wer mag mal lesen? In Vers 4 und 5. Genau, Jesus sagt, schaut euch um, so viele Menschen hier, alle werden heil. Ja. Wo hat das stattgefunden in Matthäus 11? Welche Gegend? Steht nicht direkt im Text, aber das war auch in Galiläa. Das war alles in seinem Dienst in Galiläa. Ja, in Galiläa, ja. Da kamen dann die Jünger von Johannes aus Perea an und kamen dann nach Galiläa. Genau. Schauen wir uns noch einen Text an, in Markus. Markus 1. Markus 1 und dort Vers 32. Markus 1, Vers 32 bis 34. Als es aber Abend geworden war, Markus 1, 32 bis 34, als es aber Abend geworden war und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Stellt euch das mal vor, ja? Die ganze Stadt vor einer Tür. Ja? Alle, das muss ein Gedränge gewesen sein. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, alle, ich will auch dran kommen. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Wo fand das statt? In Markus 1 hier. Genau, und in welcher Stadt war das? Wo hat Petrus sein Haus gehabt? Kapernaum. Und Kapernaum liegt wo? In Galiläa. Okay, sehr gut. Ihr merkt schon das Muster, oder? Galiläa. Okay, und noch ein Text in Lukas 6. Lukas Kapitel 6 und dort Vers 17 bis 19. Lukas 6, Vers 17 bis 19. Wer mag mal lesen? Okay, wo war das hier? Wo findet das statt? Ich gebe euch einen Tipp, das ist direkt vor der Seligpreisung, vor den... Das ist direkt vor der Bergpredigt. So, da geht es ja weiter in Vers 20, er hob seine Augen auf und sprach. Wo war die Bergpredigt? Galiläa, ja, genau. Galiläa. Okay, was will ich mit dieser simplen Übung zeigen? Man kann die Evangelien durchblättern. Und wir haben ja jetzt über viele Jahre diesen Dienst in Galiläa studiert, wo Jesus dieses Jahr vom Passa 29 bis zum Passa 30 ein Jahr in Galiläa gewirkt hat. Und ein Muster in Galiläa ist immer dasselbe. Wo immer er ist, viele Leute und alle wollen geheilt werden. Ja? Egal, ob es jetzt hier bei der Bergpredigt ist oder in Kapernaum oder an anderen Stellen. Er zieht durch alle Dörfer, durch alle Städte. Die Jünger haben ein Muster im Kopf. In Galiläa folgen ihm Menschenmassen. Wo er auftritt, sind viele Menschen da. Alle wollen ihn sehen, alle wollen ihn hören und alle wollen geheilt werden, oder? Jetzt erinnert euch, wir haben gesagt, nach einem Jahr in Galiläa verlässt Jesus für eine gewisse Zeit Galiläa. Er geht mit seinen Jüngern, wie wir gesehen haben, in die Gegend von Tyrus und Sidon, oder? Und dort will er alleine sein. Ja? Und dann, als er dort sein Werk getan hat mit den Jüngern und auch diese Frau, ja, die ihr geholfen hat, geht er wieder an den See Genezareth, aber eben nicht nach Galiläa, sondern in Dekapolis. In der Dekapolis war er bisher nur wie lange gewesen? Bisher hatte sich ja alles Wirken, ja? Wenn man sich hier den See Genezareth so vorstellt, alles Wirken hier in Galiläa abgespielt von ihm. Ja? Aber die Dekapolis, die hier ist, die hat er bisher wie lange betreten? Wie oft war er da gewesen? Nur einmal, und zwar am frühen Morgen, als er nach dem Sturm hier angekommen ist. Und wie lange ist er geblieben? Na, noch vor dem Mittagessen war er wieder unterwegs, ja? Weil die ihn gleich wieder weggeschickt hatten. Er hatte nicht mal einen halben Tag bisher in der Dekapolis verbracht, ja? Weil es heidnisches Gebiet, er wollte ja sich da eigentlich eher ausruhen, ja? Und kaum war er da, wurde er wieder weggeschickt. Das heißt, das ist hier sozusagen absolutes Neuland, würde man sagen, ja? Für Jesus. Natürlich haben wir gesehen, viele außer der Dekapolis waren auch nach Galiläa gekommen, aber er hatte noch nie dort eine Predigt gehalten, noch nie, nicht eine einzige, noch kein Wunder getan, außer die beiden Besessenen natürlich. Und jetzt kommt Jesus hier von Tyrus und Sidon und geht nicht nach Galiläa, wo er all diese ganzen Dinge immer getan hat und immer Menschenmassen gewesen sind. Er kommt hier nach Dekapolis. Die Jünger hatten bisher nur einen Eindruck. Sie wussten, das erste Mal, als wir in der Dekapolis waren, wurden wir abgelehnt, oder? Und was sehen Sie jetzt? Es kommen so viele Menschen, die genau das machen wie in Galiläa ständig. Es ist gar kein Unterschied. Das Besondere an diesem Text hier ist, dass er so gewöhnlich erscheint. Ja, man liest das, Jesus stieg auf einen Berg, die Leute kamen, ja, man denkt sich, naja, schon wieder, ne? Nichts Besonderes. Das Besondere an dem Text ist, dass er so gewöhnlich ist, weil er eben nicht in Galiläa stattfindet, sondern in der Dekapolis. Der Punkt sozusagen ist, Jesus ist gar nicht dort, wo das Volk Gottes ist, er ist bei den Heiden und trotzdem bewirkt die Gegenwart Jesu dasselbe. Das Interesse ist bei den Heiden genauso groß wie bei den Juden, also bei den Galiläern. Und das muss den Jüngern seltsam vorgekommen sein. Denn was haben die Jünger gedacht in Bezug auf die Heiden? Was haben die Jünger gedacht? Kein Interesse, oder? Das lohnt sich gar nicht, mit denen zu sprechen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte mit der samaritischen Frau. Die Jünger wären gar nicht auf die Idee gekommen, in Sychar bei den Samaritern irgendwie Mission zu machen. Die haben gedacht, das ist gar nicht für die, ja? Die wären nie auf die Idee gekommen, jetzt hier irgendwie groß Mission zu machen. Aber Jesus kommt dorthin und er hat ja das Feld vorbereitet, ja, durch die beiden Besessenen, die geheilt worden sind, die jetzt das vorbereitet haben, und jetzt plötzlich geht es in der Dekapolis genauso. Es ist wie die Bergpredigt damals und wie der Heilungsdienst. Ja, ihr wisst ja, Matthäus sagt immer zwei Dinge. Matthäus hat es ja zusammengefasst. Ihr wisst vielleicht noch, in Matthäus 4, vielleicht können wir ganz kurz das nochmal wiederholen. In Matthäus 4 gibt es ja diese Aussage in Vers 23, wo er sagte, Jesus durchzog alle Städte und er lehrte, er predigte und er heilte. Ja? Und dann in Matthäus 9 wird das wiederholt, ja? 35 glaube ich oder so. Er lehrte, er predigte und heilte. Und dazwischen wird die Bergpredigt erzählt. Ja? Die Berg... ja, genau, Berg, Predigt und dann die ganzen Heilungswunder. Könnt ihr euch daran erinnern? Dass Matthäus das so wie so ein Sandwich zusammenpackt. Ja? Jesus lehrte, predigte, heilte. Dann kommt die Bergpredigt als Beispiel für sein Lehren und Predigen. Und dann kommen die Wunder als Beispiel für sein Heilen. Und dann sagt am Ende wieder Matthäus, in Matthäus 9, er lehrte, predigte und heilte. In Galiläa. Und jetzt kommen sie in die Dekapolis und dort macht er genau dasselbe. Er predigt, wie die Bergpredigt, und er heilt, wie bei den Heilungswundern. Was Matthäus, ihr wisst ja, an wen schreibt Matthäus sein Evangelium? An die Juden. Was er quasi den Juden so subtil mitgeben möchte, ist, Jesus behandelt euch nicht besonders. Es war außerhalb von Galiläa genauso wie innerhalb von Galiläa. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter und zwar zu Vers 31. Letzter Vers für heute in Matthäus 15 und dort Vers 31. Man hat so das Gefühl, als ob Jesus jetzt, indem er Galiläa verlässt, auch den Jüngern so ein bisschen zeigen möchte, glaubt ja nicht, dass nur in Galiläa die Leute Interesse haben. Ja? Schaut mal außerhalb, wie viele Leute Interesse haben. Ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für uns, weil wir manchmal auch ein bisschen neigen dazu, so in unserem eigenen Saft zu schwimmen, ja, und uns gar nicht vorzustellen, dass die Menschen draußen ein Interesse an der Wahrheit haben könnten. Und Jesus versucht den Jüngern jetzt deutlich zu machen, schaut mal, außerhalb sind die genauso interessiert. Jetzt schaut mal in Vers 31, wer mag mal lesen? Matthäus 15, Vers 31. Ganz genau. Was ist die Reaktion der Menschen, als sie sehen, dass Jesus alle heilt? Sie preisen Gott und sind verwundert. Was haben übrigens die Menschen in Galiläa gesagt, wenn sie das gesehen haben, was Jesus tut? Was steht da so immer? Was denkt ihr, was dort steht? Was haben die Menschen gemacht, wenn sie gesehen haben, dass Tote lebendig werden und das Blinde sehen und das Lahme springen? Was haben die Menschen gesagt? Genau dasselbe. Ja, die haben gesagt, es heißt immer, sie verwunderten sich, sie erstaunten über alle Maßen, sie priesen Gott. Ja? Matthäus sagt, schaut, die Heiden haben sich nicht anders benommen. Ja? Jesus ist für alle gleich. Ich gebe euch zwei Beispiele. Schaut mal in Matthäus 9, Vers 8. Matthäus 9, Vers 8. Das ist bei der Heilung des Gelähmten. Erinnert euch daran? Ja? Das war in Galiläa auch, wo die Freunde den Gelähmten durch das Dach hindurchgebracht haben. Ja? Und dann heilt Jesus ihn. Wie heilt er ihn? Wisst ihr das noch? Was heilt er an diesem Gelähmten? Sein Herz, erst sein Herz, nicht wahr? Und da war der Gelähmte schon froh. Er hat gesagt, das ist alles, was ich brauche. Und dann hat er seine Beine geheilt als Zeichen für die Erlösung. Ja? Für die Pharisäer, damit die das verstehen. Und dann steht in Vers 8, in Vers 7, er stand auf und ging heim und dann heißt es in Vers 8, als aber die Volksmenge das sah, was haben sie gemacht? Verwunderte sie sich und pries wen? Pries Gott, der solche Vollmacht den Menschen gegeben hat. Ja, also Jesus tut ein Wunder in Galiläa, es sind viele Menschen, die sagen, wow, unglaublich, preis den Herrn. Jesus tut ein Wunder bei den Griechen, die sagen, wow, preis den Herrn. Kein Unterschied. Die Tatsache, dass die Geschichte so ähnlich klingt, ist eigentlich die ganze Pointe daran, weil wir eben im Ausland sind. Schauen wir noch eine Stelle an in Lukas 7, wieder in Galiläa, sozusagen im Vergleich in Lukas 7 und dort Vers 16. Lukas 7 ist die Geschichte von dem Jüngling von Nain. Könnt ihr euch daran erinnern? Eine Witwe bringt ihren einzigen Sohn auf einer Totenbahre aus der Stadt heraus. Und das war ein besonderes Wunder von Jesus, weil es war die erste Totenauferweckung, die wir in der Bibel von ihm berichtet haben. Und schaut mal, was die Reaktion der Menschen ist. In Vers 15 und 16. Wer mag mal Vers 15 und 16 lesen? Lukas 7, Vers 15 und 16. Ah, interessant. Also wieder, sie verwundern sich, ja, sie sagen, unglaublich, ja. Sie preisen wieder Gott, aber dann sagen sie noch was Interessantes. Nicht nur preisen sie Gott, sondern sie sagen, ein großer Prophet ist aufgestanden und Gott hat sich seines Volkes. Sie sagen hier, und das ist eine interessante Idee, sie sagen, Gott kümmert sich um sein Volk. Warum sagen sie das? Warum sagen die Leute in Galiläa, Gott hat sein Volk besucht? Weil sie sich als sein Volk sehen. Ja? Sie sagen, wir sind das Volk Gottes. Ja? Hat jemand eine andere Übersetzung? Also bei mir, Schlachter, steht nicht angenommen, sondern er hat sein Volk heimgesucht. Ja? Ein schönes Beispiel dafür, dass Heimsuchen nicht immer negativ ist. Ja? Heimsuchen klingt immer so negativ, aber was heißt eigentlich Heimsuchen? Ja, zu Hause aufsuchen. Heimsuchen bedeutet, jemanden zu Hause besuchen. Ja, deswegen sagt Gott, Josef, Gott wird euch heimsuchen hier in Ägypten und euch aus Ägypten rausbringen. Ja? Heimsuchen bedeutet, Gott kommt nach Hause. Die Idee hier ist, die Menschen in Galiläa haben gesagt, mit dem, was wir sehen, haben wir den Eindruck, dass Gott sein Volk, das Volk Israel, besucht. Gott hat sich seines Volkes angenommen. Aber jetzt, was hätten die Jünger dazu gesagt, wenn sie das gehört haben? Also stellt euch vor, ihr seid Petrus, Johannes oder Philippus und ihr hört, wie alle Leute sagen, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Er hat etwas für Israel getan. Was hätten die Jünger wohl gesagt? Amen. Ja, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Aber jetzt, was ist das Problem hier in der Dekapolis? Es ist gar nicht das Volk Gottes. Es ist nicht das Volk, es ist nicht Israel. Und trotzdem macht Jesus irgendwas weniger? Er macht genau dasselbe. Er predigt genauso wie in Galiläa. Es kommen genauso viele Leute wie in Galiläa. Er heilt genauso wie in Galiläa. Und die Leute sind genauso begeistert wie in Galiläa. Es gibt gar keinen Unterschied. Außer, dass sie halt anders heißen. Und das ist interessant, weil wir gerade gesehen haben, weil direkt davor Jesus bei der syrophenizischen Frau auch schon diese Lehre, diese Idee anbringen wollte, denkt mal ein bisschen weiter. Denkt nicht nur innerhalb von Israel. Ja? Denkt mal auch an die Heiden. Man sieht sozusagen, wie Jesus das auch mit System macht. Jesus verlässt Galiläa nicht einfach, weil er keine Lust mehr auf Heilen hat, sondern er will ein bisschen seinen Wirkungsbereich erweitern, sodass die Jünger so langsam hineinschnuppern in die Idee, dass es außerhalb von Israel auch noch Leute gibt, die man da retten könnte. Ja? Weil Jesus möchte sie vorbereiten darauf, dass sie irgendwann mal nach Äthiopien gehen und nach Indien gehen und nach Spanien gehen. Und das war für die Jünger schon ganz interessant, weil wie kann man jetzt das erklären? Hat jetzt Gott auch die Dekapolis heimgesucht? Ist etwa die Dekapolis, sind das vielleicht auch sein Volk? Ja, das haben die wahrscheinlich gar nicht so richtig annehmen wollen, aber das sind so die Gedanken, mit denen sie sich jetzt auseinandersetzen müssen. Und dann schaut mal in Matthäus 15, da gibt es eine interessante Formulierung. Da heißt es nicht einfach, sie preisen Gott, sondern wie wird das beschrieben hier von Matthäus? Sie priesen wen? Sie priesen, in Vers 31, sie priesen den Gott Israels. Also wenn ihr das lest, welche Idee bekommt ihr hier? Wenn es heißt, die Menschen in der Dekapolis, sie priesen den Gott Israels. Welche Idee wird damit verknüpft? Ja, sie preisen einen Gott, den sie so gar nicht kennen. Sie, die Heiden, preisen den Gott Israels. Der Begriff Gott Israels kommt in der Bibel 173 Mal vor, habe ich heute nachgeschaut. 173 Mal. Und von diesen 173 Mal sind es 171 Mal im Alten Testament. Immer im Volk Israel. Ja, der Gott Israels, der Gott Israels, der Gott Israels. Ja, das ist so national, ja, der Gott Israels. Und dann kommt es einmal noch in Lukas vor. Schauen wir mal in Lukas Kapitel 1, das ist nur zweimal im Neuen Testament, der Gott Israels, nur zweimal. Einmal in Lukas 1 und schaut mal in Vers 67 und 68. Lukas 1, Vers 67 und 68. Und sein Vater Zacharias, wessen Vater ist das? Johannes dem Täufer. Sein Vater Zacharias wurde mit Heiligem Geist erfüllt, weissagte und sprach, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat wen besucht? Sein Volk. Also auch hier denkt der Zacharias bei Gott Israels immer noch an Israel, ja, sein Volk. Und das einzige Mal, wo es jetzt quasi außerhalb von Israel ist, ist hier in Matthäus 15, wo die Griechen, oder also die Menschen, die Heiden, die also größtenteils Heiden sind, hier in der Dekapolis, die sagen, gepriesen sei der Gott Israels. Die ahnen ja selbst, und die haben das Gefühl, dass sie gar nicht dazugehören, ja, weil die Juden ihnen immer gesagt haben, ihr seid Heiden, wir sind Juden. Ja. Und deswegen sagen die nicht unser Gott, sie sagen euer Gott, ja, das ist ja fantastisch, ja, was der tut durch Jesus. Durch den Dienst von Jesus lernen die Heiden jetzt den Gott Israels kennen. Und Jesus macht überhaupt keinen Unterschied. Ist es interessant, dass Jesus mit den Gläubigen genauso umgeht wie mit den Ungläubigen? Er sagt hier nicht, ich heile hier weniger oder ich predige hier nicht oder so. So wie er predigt und wie er heilt, macht er das in Galiläa und in Dekapolis. Wir denken manchmal, wir müssen zu den Adventisten auf eine Art predigen, und dann zu Weltmenschen vielleicht ganz anders, ja? So als ob das zwei verschiedene Dinge sind. Und man muss mit den einen so reden, mit den anderen muss man so reden. Und natürlich stimmt es, dass wir sozusagen vielleicht überlegen müssen, wie viel weiß jemand schon, ja? Das hat Jesus auch gemacht, hat auch mal Gleichnisse gesprochen. Aber die grundsätzliche Arbeitsweise, das Evangelium ist für alle gleich. Alle brauchen es auf dieselbe Art und Weise mit demselben Inhalt. Und interessanterweise, woher kommt diese Idee der Gott Israels? Und das vielleicht noch ein, bevor wir zum Schluss kommen. Schaut mal mit mir in 1. Mose 33. 1. Mose 33. Das ist eine interessante Geschichte. In 1. Mose 33, ab Vers 17 haben wir Jakob. Der ist gerade wieder nach Kanaan gekommen. Und er hat gerade was ganz Besonderes erlebt. Was hat er gerade erlebt? Direkt davor. Welche große Geschichte fand direkt davor statt? Der Kampf am Jabbok, wo aus Jakob Israel wurde. Erinnert euch daran, nicht wahr? Durch seine Bekehrung, also wirkliche tiefgründige Bekehrung, als er gesehen hat, dass Gottes Segen entscheidend ist, ja, und dass er an ihm festhält und sagt, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und dann trifft er Esau, ja, und Gott hat alles ins Gute gewendet. Und jetzt lesen wir weiter in Vers 18. Und Jakob kam wohlbehalten bis zu der Stadt Sichem, die im Land Kanaan liegt, nachdem er aus Paddan Aram gekommen war. Und er lagerte sich der Stadt gegenüber und er kaufte das Grundstück, auf dem er sein Zelt aufgeschlagen hatte, von der Hand der Söhne Hemos, des Vaters Sichems, für 100 Kesiter. Und er errichtete dort einen Altar, den nannte er wie? Gott, der Gott Israels. Der Gott Israels. Wo war dieser Altar aufgebaut? Auf dem Grundstück, genau. Wo lag das Grundstück? In der Stadt Sichem. Und wo lag Sichem? Ja, genau. In Kanaan, ja. Und zwar im heidnischen Kanaan. Jetzt wichtig. Da ist also Jakob und er lebt inmitten von Heiden. Und er kauft ein Grundstück und baut einen Altar und sagt, das ist der Gott Israels. Was hat er wohl damit bezweckt? Dass er mitten unter den Heiden einen Altar errichtet mit dem Titel der Gott Israels? Genau, diese Altäre, die Abraham, Isaac und Jakob bauen, die haben immer missionarische Funktionen. Ja, die sollen immer ein Licht sein für die Heiden. Okay, und Jakob sagt ja interessanterweise nicht der Gott Abrams oder Gott Isaaks, er sagt auch nicht der Gott Jakobs, er sagt der Gott Israels, um deutlich zu machen, ich habe diese Erfahrung gemacht. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Hat dieser Altar, der hieß der Gott Israels, hat er eine sehr langanhaltende positive Wirkung auf die Heiden, auf die Kanaaniter gehabt? Als Jakob diesen Altar baut, hat er gehofft, dass durch diesen Altar die Kanaaniter irgendwie einen Gott besser kennenlernen, oder? Ist es dazu gekommen? Wenn ihr ein bisschen eure Kenntnis von 1. Mose spielen lasst, ist es dazu gekommen? Hat dieser Altar eine gute Wirkung erzielt? Ich gebe euch einen Tipp, ihr könnt mal ins nächste Kapitel schauen, was da passiert. Wie geht die Geschichte weiter? Was passiert? Die Tochter von Jakob wird vergewaltigt und dann sind die beiden Söhne, Simeon und Levi, die haben eine perfide Idee, scheinen angeblich einen Bund mit ihnen machen zu wollen, nur um die gesamte Stadt auszurotten. Ja, die ganze Stadt wird getötet. Und was sagt Jakob dann? Hat Jakob noch Lust, da zu bleiben? Er sagt, ihr habt meinen Namen stinkend gemacht vor den Kanaanitern. Er hat erfürchtet um sein Leben die Chance, dass jetzt die Kanaaniter sagen, oh wow, der Gott Israels, das ist ein toller Gott, den wollen wir auch angehören. Denkt ihr, die Kanaaniter haben gedacht, das ist aber eine attraktive Religion? Die bieten uns an, dass wir Juden, also dass wir Israeliten werden, ja? Wir beschneiden uns und dann werden wir umgebracht. Denkt dran, nicht wahr? Das war ja ein quasi Missionsangebot. Man hat ihnen gesagt, beschneidet euch, dann gehört ihr zu unserem Volk. Dann, okay, alles klar. Sie haben es auch mit ein bisschen falschen Hintergedanken gemacht, sie wollten einfach sich bereichern, aber sie haben sich beschneiden lassen und dann wurden sie alle umgebracht, als sie gerade sich nicht wehren konnten. Wie viele Kanaaniter hatten jetzt noch Lust, sich beschneiden zu lassen? Also Simeon und Levi haben mit ihrer Aktion der Mission einen richtigen Riegel vorgeschoben. Das hat Jakob verstanden, er hat gesagt, obwohl er das Grundstück gekauft hat, ist er wieder weitergezogen. Ja, die Geschichte wird selten studiert, aber die sind weitergezogen. Er sagt, also ich habe Angst um mein Leben. Ja? Er hatte einen Altar gebaut, der Gott Israels, aber durch das Verhalten der Gläubigen war das verpufft. Da gibt es eine interessante Lehre, nämlich wir können noch so viele Altäre bauen, Gemeinden gründen, Evangelisation halten, Vorträge ins Internet stellen, was weiß ich was tun, Traktate verteilen, ja? Büchertische machen. Wenn dann unser Leben so ist, dass die Leute sagen, also das ist ja eine Katastrophe, ja, das ist ja bloß nichts damit, dann ist das größtenteils umsonst. Und jetzt, also das ist wohl das erste Mal dieser Begriff auftaucht, der Gott Israels. Und jetzt, über viele Jahrhunderte später, sehen wir Jesus wieder unter Heiden, ja, ein bisschen an einem anderen Ort, aber wieder unter Heiden. Aber er lebt jetzt das Evangelium so aus, dass die Leute kaum genug von dem kriegen können. Ja? Die rennen ihm buchstäblich die Bude ein, die schmeißen ihm die Kranken vor die Füße und preisen den Gott Israels. Man sieht also, das hätte man jetzt nicht vielleicht gedacht auf den ersten Blick, dass dieser kurze Abschnitt ein Kontrast ist zu der Geschichte von 1. Mose 34. Ja? Und die praktische Lehre für uns ist, wir wollen nicht nur die Wahrheit verkündigen, sondern sie so verkündigen, dass die Leute das auch attraktiv finden, dass sie das gerne hören, ja, dass sie sagen, oh, das möchte ich. Ja? Und ich glaube, je mehr wir mit Jesus leben und je mehr Jesus durch uns durchscheint, desto mehr werden Leute sagen, das möchte ich auch. Nun, zum Schluss, wir haben heute schon gesehen, als Nadab und Abihu und Mose und Aaron und die 70 Ältesten auf den Berg Sinai gestiegen sind, da haben wir gesehen, sie aßen und tranken und sie sahen den, könnt ihr euch erinnern? Sie sahen den Gott Israels. Damals haben nur 75 Leute quasi ihn gesehen, der Rest nicht. Aber jetzt sehen ihn nicht nur alle Juden, sogar die Heiden können den Gott Israels sehen. Die Heiden haben wahrscheinlich nicht mal geahnt, dass sie wirklich den Gott Israels sehen. Ja, sie haben nur gedacht, gepriesen sei der Gott Israels, der diesen Propheten gesandt hat und so. Aber sie ahnen gar nicht, dass der Gott Israels direkt vor ihnen ist. So nahe, dass sie es gar nicht begreifen können oder noch gar nicht sehen. Und das zeigt uns eigentlich, wie Gott ist. Er ist uns näher, als wir denken. Und wenn wir schon denken, oh, preis den Herrn, ja, für das, was er getan hat, ist er uns näher, als wir glauben. In 4 Wochen werden wir uns dann anschauen, wie diese Geschichte weitergeht, weil da jetzt dann eine bekannte Geschichte sich anschließt. Ich schließe mit Ellen White. Sie sagt, Jesus ging auf den Berg und eine große Menge kam zu ihm. Sie brachten ihre Kranken und ihre Lahmen und legten sie ihm zu Füßen. Er heilte sie alle und die Menschen, so heidnisch wie sie waren, priesen den Gott Israels. Verherrlichen ihn. Wenn wir die Methode Jesu anwenden, für die Menschen da sein, ihnen die Wahrheit auf eine freundliche, attraktive Weise darbringen und auch für ihre Gesundheit sorgen, ja, Gesundheitsbotschaft, ja, dann werden die Heiden genauso begeistert sein. Also alle, die suchen, alle suchenden Heiden, ja, genauso begeistert sein wie alle Suchenden in der Gemeinde. Und das ist eine gute Ermutigung. Der Abschnitt ist noch kurz, unscheinbar, aber eigentlich voller Bedeutung für unsere Mission. Wenn wir Jesu Methode annehmen, dann funktioniert sie überall. In Galiläa und in der Dekapolis. Wollen wir noch gemeinsam beten? Lass uns niederknien. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du ein Gott bist, dessen Prinzipien und dessen Liebe auf der ganzen Welt gleich ist. Egal, wer wir sind, ob wir in der Gemeinde aufgewachsen sind oder frisch dazugekommen sind. Egal, ob wir über viele Generationen schon adventistische Vorfahren hatten oder aus einer völlig weltlichen Gegend kommen. Herr, was immer unsere Umstände sind, das Evangelium und deine Liebe und deine Geduld mit uns und dein Wunsch, uns zu heilen, ist immer derselbe. Gib, dass wir von Jesus lernen, wie man Menschen erreicht, die ja wenig von dir wissen. Herr, wir sind umgeben von Menschen, die kaum bis gar nichts von dir wissen. Und du willst sie alle erreichen, du willst sie durch uns erreichen. Und so möchten wir unser Leben dir in die Hände geben. Und ich bitte, dass du durch uns zu Menschen sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.